Hier haben wir zwei Federn, mehr oder weniger in Ruhelage. Ich ziehe diese zwei Massen nach unten und lasse sie los. Wir stellen fest, an beiden Federn gibt es eine Hin- und Herbewegung um diese Ruhelage. Solche Bewegungen nennt man Schwingungen. Halten wir hier schon fest, um diese Masse nach unten zu ziehen, musste ich eine größere Kraft anwenden als an diesem Federpendel. Wir sagen also, dass die Härte dieser Feder größer ist als die Härte dieser Feder. Hier haben wir zwei Pendel, ebenfalls mehr oder weniger in Ruhelage. Ich werde sie jetzt aus dieser Ruhelage herausholen und bei beiden Pendeln stellen wir fest, wir haben wieder Hin- und Herbewegungen um diese Ruhelage. Also auch hier haben wir Schwingungen. Wir bemerken schon hier, dieses Pendel, das kürzer ist als dieses Pendel, schwingt schneller hin und her als dieses längere. Eine Schwingung ist also eine periodische Hin- und Herbewegung um eine stabile Ruhelage. Wir stellen das Federpendel so grafisch dar. Im Moment steht es in Ruhelage. Wir ziehen zuerst die Masse nach unten und dann lassen wir los. Die Masse schwingt hin und her. Das Kreispendel steht im Moment in der Ruhelage. Zuerst ziehen wir diese Masse aus der Ruhelage heraus und dann lassen wir sie los. In den folgenden Tutorials werden wir diese zwei Schwingungen, das Federpendel und das Kreispendel, genauer untersuchen.